Weihnachten irgendwie rein. Oder gut, das ist ein Zeit noch? Für welche Zeit noch? Für welche Zeit noch? Die ganze Woche. Montag bis Donnerstag. Geil, ich werde das sowieso nicht verpissen. Ich schaffe die gar nicht. Zwei Zimmer. Dein Zimmer. Dein Zimmer. Ja, 20 Euro pro Woche. Pro Woche? Für 4 Tage. Für 20 Euro ein Zimmer. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, pro Tag. Keine Ahnung. Ich werde mal her, einfach noch mit dem sprechen. Aber mit mir war so als erste Woche. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bloß ein Zimmer. Der kann 20 Euro pro Tag. So viel kosten die Zimmer in Bayern. In Bayern sind noch Nein. Zahlst du für doch in Bayern, in München, beziehungsweise ist es so, Mike? Ey, es ist kein Hotel. Nein. Es ist eine Ferienwohnung. Mike? Kumpel von mir ist nach München runtergezogen, hat bei der Bahn angefangen, macht dort S-Bahn-Fahrer jetzt. Jetzt hat sich ein Einkauf, also für so einen Einkauf in der AWG kannst du sagen, 500 Euro. Pro Monat. Pro Monat. Alter, ich zahle 300 mit den 4, 2 pro Monat. Ja, 3 sollten auch billig sein, also er weiß, das ist das billigste, was dort kriegen sollte. Wie gesagt, ich glaube, mir war so, als waren das 21,50 pro Woche. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da mit Stecken in die Schuhe bekomme und sowas. Bettwäsche, ich weiß es nämlich nicht. Wenn ich Pech habe, darf ich mir eigentlich auf die nackte Matratze legen. Weil das hat mir zum Beispiel Kinder gesagt, dass ich Bettwäsche nicht was wüsste. Die dazu eigentlich verpflichtet, mir das zu sagen. Was? Sind die eigentlich dazu verpflichtet, mir das zu sagen, wenn ich die brauche? Musst du ja sehen. Ich bin mal gespannt, ich mal Bericht habe, weil ich geklappt habe, wenn du da oben bei der LKW bist.